Willkommen in Bamberg, dem fränkischen Rom. Diesen Spitznamen erhielt die bayerische Stadt, weil sie wie das italienische Rom auf 7 Hügeln gebaut wurde. Auf den Anhöhen residierte einst die katholische Kirche. Davon zeugt noch heute der Domplatz mit dem Bamberger Dom. Sehen Sie die Statue an der Säule links neben der Treppe? Das ist der Bamberger Reiter, das Wahrzeichen der Stadt. Die Statue aus dem 13. Jahrhundert ist das erste lebensgroße Reiterstandbild seit der Antike. Während der Klerus in der Bergstadt residierte, schufen sich die Bürger im Tal ihr eigenes Reich. Das Bamberger Rathaus markiert die ehemalige Herrschaftsgrenze. Es wurde auf eine künstliche Insel mitten in den Fluss Regnitz gebaut. Die Inselstadt ist heute das Zentrum mit Geschäften und Restaurants. 1993 wurde die Altstadt Bambergs in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Hier gibt es rund 2400 denkmalgeschützte Gebäude. Die Häuser, die Sie auf der anderen Flussseite sehen, werden Klein Venedig genannt. Sie stammen fast alle aus dem Mittelalter. Früher lebten und arbeiteten hier die Fischer. Sie befinden sich jetzt auf dem Grünen Markt. Schon seit dem 17. Jahrhundert wird in der Domstadt Gemüsegartenbau betrieben. Bis heute erkennt man die mittelalterlichen Strukturen der Hausgärten. Solche Anbauflächen inmitten einer Stadt gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Auch ein Grund, warum Bamberg zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Einen Eindruck dieser Gärten bietet das Gärtner- und Hecker-Museum, das in einem typischen Gärtnerhaus von 1767 untergebracht ist. Schöne Orte gibt es zuhauf in Bamberg, wie hier der Rosengarten im Innenhof der neuen Residenz.